Die Nachricht hat eingeschlagen wie eine Bombe. Donald Trump hat per Twitter verkündet, dass er Corona-positiv sei, ebenso seine Frau Melania. Und ich will in diesem Video ein bisschen laut nachdenken, gewissermaßen, welche Konsequenzen das haben würde oder haben wird, genauer gesagt. Schauen wir uns zunächst mal hier diesen Tweet an von Donald Trump. Tonight, FLOTUS, das ist also die erste Lady des amerikanischen Staates, also die Frau von Donald Trump, Melania Trump, und and I tested positive for COVID-19. Wir werden jetzt unsere Quarantäne beginnen und eben jetzt erstmal von der Bildfläche verschwinden. Er wird sozusagen jetzt im Weißen Haus bleiben, wird heute sogar noch eine Telefonkonferenz begleiten, in der man älteren Corona-Patienten irgendwie geistigen Support geben will. Das ist natürlich auch interessant. Jedenfalls ist natürlich jetzt erstmal die Konsequenz, dass Trump in Sachen Wahlkampf erstmal ausgeschaltet ist. Es sollte ja eigentlich am 15. Oktober diese Fernsehdebatte stattfinden. Und die zweite nämlich, und es ist sehr unwahrscheinlich nach meiner Auffassung, dass das jetzt stattfinden wird, stattfinden kann, selbst wenn Trump dann aus der Quarantäne rauskommt, wird das sehr, sehr schwierig werden. Das würde bedeuten, dass wir praktisch nur ein TV-Duell gesehen haben jetzt in diesem Wahlkampf. Wäre für Biden natürlich schon mal eine gute Geschichte, denn er hat ja gezeigt, dass er durchaus nicht so ist, wie ihn die Trump-Administration gezeichnet hat, nämlich senil und unzurechnungsfähig. Das im Mindesten ist der Eindruck, den das amerikanische Publikum hat. Und jetzt also Trump sozusagen keine Wahlkampfveranstaltungen, all das wird jetzt zunächst mal ausfallen. Schauen wir uns an, wie die ganze Geschichte eigentlich entstanden ist. Hope Hicks, die enge Beraterin, vertraute Büroleiterin, wenn man so will, von Donald Trump, die hatte deutliche Symptome, ist dann positiv auf Corona getestet worden, daraufhin sofort dann Trump und Melania auch mit Tests, die ja dann auch positiv waren. Hope Hicks war in diesem Flugzeug, das nach Cleveland in Ohio geflogen ist, als Trump eben zu dieser Fernsehdebatte aufgebrochen ist. Alle natürlich ohne Mundschutz, alle relativ eng beisammen, und das wird bedeuten, dass natürlich jetzt im Prinzip die gesamte Trump-Administration in Quarantäne muss, weil die alle ziemlich eng aufeinander saßen, teilweise eben nach Cleveland geflogen sind, um hier Trump bei dieser Fernsehdebatte zu begleiten, weil sie Kontakt haben zu Trump etc. Das ist natürlich, wenn man so will, ein Multispreader, weil der natürlich wahnsinnig viel Kontakt zu Leuten hat. Dementsprechend ist jetzt im Prinzip die gesamte amerikanische Regierung quarantiniert, oder es wird kommen. Wir haben hier zum Beispiel den White House Chief of Staff Mark Meadows, der eine zentrale Rolle spielt, auch in diesen Stimulusverhandlungen. Der hat sehr, sehr viel mit Trump zu tun gehabt, ist mit ihm gereist. Meadows wiederum hat mit McConnell zu tun gehabt. McConnell wiederum hat mit Pelosi zu tun gehabt. Also das ist ja ein ganzer Rattenschwanz, der sozusagen sich jetzt daraus ergibt an potenziellen Infektionsmöglichkeiten. Hier in Deutschland ist es ja so, beim Gesundheitsamt, da gibt es ja Kontaktpersonen ersten Grades, Kontaktpersonen zweiten Grades. Die Kontaktpersonen ersten Grades müssen in Quarantäne. Und dementsprechend wird jetzt natürlich im Prinzip die US-Politik erstmal eingefroren und wird der Wahlkampf eingefroren seitens der Trump-Administration. Das sind alles Faktoren, die in ihrer Konsequenz noch schwer zu kalkulieren sind. Jedenfalls ist das natürlich auch wieder ein Gamechanger, ist natürlich auch etwas, was die Unsicherheit an den Aktienmärkten deutlich verstärken wird. Hier sehen wir nochmal eine Statistik, Corona in den USA, 7 Millionen Fälle. Jetzt ist der Donald Trump einer dieser 7 Millionen. Und das für jemand, der sich ja so für unbezwingbar, unbesiegbar, praktisch immun gegen alle Angriffe von außen definiert, für ihn vielleicht auch eine persönliche Niederlage. Das Einzige, was Trumps Ideologie wirklich konstant beschreiben kann, ist letztendlich seine Siegerideologie. Es gibt ganz wenige Sieger, es gibt ganz viele Verlierer. Ich gehöre zu den ganz wenigen Gewinnern. Ich siege immer. Ich bin sozusagen vom Schicksal, von der Vorsehung irgendwie ausgewählt, der immer zu gewinnen. Deswegen ist ja auch diese ganze Geschichte so problematisch. Deswegen wird wahrscheinlich Trump diese Niederlage, so es denn eine sein sollte, bei der US-Wahl nicht akzeptieren, weil es sozusagen sein Selbstbild zerstören könnte, und das wird er nicht zulassen. Also wird er alles tun, falls das Ergebnis nicht seinen Vorstellungen entspricht, diese Wahl anzufechten. Das ist etwas, was die Aktienmärkte mal kurz eingepreist haben, aber nicht wirklich nachhaltig einpreisen, wie die ganze Geschichte weitergeht. Jetzt ist es so, dass diese Stimulusgespräche nach wie vor zu keinem Ergebnis geführt haben. Nancy Pelosi
Und die republikanische Seite Mnuchin sind noch nicht wirklich weitergekommen, soweit man weiß. Die Republikaner haben ja das Angebot auf 1,6 Billionen erhöht. Die Republikaner haben gesagt, 2,2 Billionen ist die Untergrenze. Dementsprechend ist man da ein bisschen weg. Aber es gibt innerhalb der Republikaner Opposition gegen die Erhöhung der Zahl auf 1,6. Es gibt innerhalb der Demokraten eine Opposition gegen die Senkung auf 2,2. Und selbst wenn sich Mnuchin und Pelosi hier einigen sollten, muss das Ganze durch den Senat, und diese Opposition innerhalb der Parteien gegen diesen Kompromissvorschlag könnte dafür sorgen, dass das Ganze dann so oder so nicht mehr klappt. Jetzt haben das Abgeordnetenhaus in den USA, in dem die Demokraten ja die Mehrheit haben jetzt gestern eben diesen demokratischen Vorschlag mit diesen 2,2 Billionen erstmal angenommen. Aber es haben sogar einige Demokraten dagegen gestimmt. Es haben alle Republikaner dagegen gestimmt. Aber es hat eben dennoch gereicht. Da sollen vor allem die Bundesstaaten unterstützt werden. Und viele andere Dinge, die den US-Demokraten eben am Herzen liegen. Jetzt hat aber, und das finde ich interessant, weil es etwas beschreibt, Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Führer der US-Republikaner im Abgeordnetenhaus, nochmal klar gesagt, ja, ich glaube auch, dass wir mehr Hilfe für die Wirtschaft brauchen. Das ist natürlich notwendig, das ist erforderlich. Aber wir haben jetzt schon eine Verschuldung, die so groß ist wie unsere gesamte Wirtschaft, also 100% des BIPs, wenn man so will. Und das muss irgendwann mal aufhören, das muss irgendwie mal stoppen. Unten sehen Sie die Grafik, die hier zeigt. Wann könnte das eigentlich angenommen werden, wenn es denn überhaupt zu einer Kompromisslösung kommt? Nehmen wir an, Mnuchin und Pelosi würden sich einigen, dann dauert es wohl mindestens eine Woche, bis es zur Abstimmung im Senat käme. Hier sind nochmal die nächsten möglichen Daten, wann das passieren kann. Am 9. Oktober spätestens wird normalerweise der Senat aufgelöst, weil eben praktisch die Legislaturperiode dann abgelaufen ist. Man kann aber natürlich das irgendwie aus irgendwelchen Gründen noch verlängern und den Abgeordneten sagen, bleibt bitte hier, ihr müsst hier noch was tun. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit nach meiner Auffassung, dass hier etwas sich noch dreht, ist relativ gering. Die Demokraten haben eigentlich kein Interesse, Donald Trump dieses Wahlkampfgeschenk nochmal zu machen, dass man hier sozusagen wirklich nochmal Gelder frei macht. Das könnten die US-Demokraten dann, wenn sie diese Wahl gewinnen sollten, vielleicht sogar beide Kammern gewinnen, Abgeordnetenhaus und Senat, dann könnten sie sozusagen den großen Wurf machen und könnten den Amerikanern zeigen, guckst du, das sind wir, wie großzügig wir sind. Man könnte also das Wahlgeschenk gleich relativ üppig ausfallen lassen. Die Republikaner sind da sehr viel disziplinierter, was die Haushaltsdisziplin betrifft. Kommen wir zu den Aktienmärkten. Wir haben gesehen, dass natürlich die US-Futures gefallen sind. Das ist natürlich eine Erhöhung der Unsicherheit. Man weiß nicht genau, was passiert. Wie wird der Krankheitsverlauf? Welchen Einfluss hat das auf die Wahl? Wird das möglicherweise das antichinesische Sentiment von Donald Trump verstärken, der ja immer wieder das als chinesisches Virus bezeichnet hat, den Chinesen die Schuld daran gegeben hat, oder wie die Bayern sagen, die Chinesen, ne, boah, aber es ist auf jeden Fall etwas, was bei Boris Johnson so ein bisschen zu beobachten war, der dann auch seine Tonlage gegen China verstärkt hat. Das könnte bei Trump angesichts der History, dass er immer wieder den Finger auf China gezeigt hat, natürlich sich verstärken. Und hier sehen wir von McClellan einen sogenannten Presidential Cycle Pattern, also wie das sozusagen, wie die Aktienmärkte kurz vor der Wahl laufen. Jetzt mal unabhängig von der Frage, wer die Wahl gewinnt, der Amtsinhaber oder der Herausforderer. Das ist sozusagen hier gemittelt, durchschnittsgemittelt, wenn man so will. Und wir sehen, dass wir jetzt eigentlich ja immer zu Ende September nochmal so eine Aufwärtsbewegung haben in beiden Fällen. Die ist jetzt diesmal ein bisschen ein, zwei Tage früher gekommen, und wir haben dann normalerweise so Mitte Oktober ein Tief an den Märkten, bevor es Ende Oktober ziemlich steil nach oben geht, egal wer gewinnt. Dementsprechend könnte es sein, dass wir so um Mitte Oktober nochmal ein Tief bilden, dass wir also nochmal runter müssen, bis es dann sozusagen sich abzeichnet, wer gewinnt, oder es egal ist, wer gewinnt, weil man sich dann sagt, okay, wenn die Demokraten gewinnen, dann gibt es Stimulus ohne Ende. Das ist doch auch gut für die Märkte. Wenn Trump gewinnt, dann wissen wir, was wir haben. Das ist sozusagen das Muster. Schauen wir uns jetzt mal den Chart des S&P 500 an, in dem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Hier habe ich ein paar lustige Pfeile eingezeichnet, oben bei der 3400er Marke, diese Widerstandszone, die nicht überwunden werden konnte. Wir sehen hier so einen kleinen Docht nach oben.
Und das könnte bedeuten, könnte, nicht wahr? Ich versuche das ja immer zu relativieren, nicht? Das könnte bedeuten, dass wir praktisch hier eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation sehen, dass wir also das hoch im Februar gesehen haben. Dann sind wir jetzt im Rahmen dieser Euphorie über dieses Hoch gestiegen, über die 3500er Marke, fast bis 3600 gestiegen im S&P 500. Dann kam diese Korrektur, jetzt die Erholung wieder auf das Hoch von Februar und jetzt wieder runter, Fragezeichen. Dann wäre das zumindest eine doch relativ eindeutige Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Und vor all diesen Irrungen und Wirrungen jetzt um Trump und Corona verblassen die heutigen Arbeitsmarktdaten, ja normal so eines der Highlights im Kalender. Da haben wir um und bei 860.000 neue Stellen werden erwartet. Es gibt einige Faktoren, die dafür sprechen, dass die Daten gut ausfallen. Es gibt ein paar, die dafür sprechen, dass sie schlecht ausfallen. Jedenfalls dürften es absehbar noch die letzten guten Arbeitsmarktdaten sein, denn diese Massenentlassungen, diese Geschichten, die jetzt lange sich aufgespult haben, die werden in den nächsten Daten schon sichtbar. Es sind jetzt die letzten US-Arbeitsmarktdaten vor der Wahl. Da kommt eine gewisse Bedeutung natürlich diesen Daten zu. Wenn sie gut sind, wäre das natürlich wieder gut für Trump. Das Narrativ, die Wirtschaft ist gut. Wenn sie schlecht sind, wäre es wahrscheinlich besser für Biden. Wir werden sehen, wie es geht. Jedenfalls ist noch nicht wirklich in jeder Dimension klar, welche Konsequenzen diese Erkrankung von Donald Trump hat mit der Corona. Ich bin gespannt, wie die Aktienmärkte heute agieren, jetzt vor dem Wochenende, und wünsche Ihnen das Allerbeste. Servus und ciao.